Ja, hallo. Täglich laufen, heute Tag 259. Das Ding der Umstelle, so Rudelle. Ja, ich bin heute wieder unterwegs, wie gesagt, 259. Lauf in Folge. Ich bin zu Hause wieder unterwegs. Und ja, wir haben heute den 19. Mai 2024, Pfingstsonntag. Hallo. Und ja, das ist der letzte Lauf in dieser Laufwoche 20. Und es ist auch einer meiner schwächsten Laufwochen. Also jetzt habe ich 20 Kilometer, knapp 20 Kilometer absolviert. Insgesamt, nicht bei dem heutigen Lauf, insgesamt geschuldet ist es dadurch, dass ich diese Woche viel unterwegs war. Habt ihr ja vielleicht mitbekommen, Sonntag, Montag nach Italien runtergefahren. Bei Venedig war ich da in der Nähe. Dann am Dienstag bin ich wieder nach Italien runtergefahren. Bologna war ich da. Dann war ich Mittwoch wieder zurück. Bin dann Donnerstag bis im Schwarzwald rumgefahren. Freitag war ich in Saarbrücken, ein Stückchen hinter Saarbrücken war das. Dann abends bin ich noch in der Harz hochgefahren, nach Nordhausen. Ja, und so war die ganze Laufwoche 20 wenig los mit Laufen. Vor allem das zweite war noch geschuldet im Wetter. Es hat auch dauernd geregnet. Ich wollte eigentlich in Italien mehr laufen oder auch in Österreich, aber da hat es halt auch ständig geregnet, schlechtes Wetter, und da hatte ich dann auch keine Lust. Ja, von daher war das halt eine kilometermäßig schwache Woche. Aber egal, das Wichtigste ist, dass ich jeden Tag laufe, weil das Ziel sind ja sind ja 365 Tage jeden Tag zu laufen. Und dann reicht es ja auch, wenn ich täglich 1,61 Kilometer mache, damit das Trick aufrechterhalten bleibt. Ja, und heute habe ich auch nicht allzu viel vor zum Laufen. Ich will den Umfang jetzt nicht wieder zu schnell, zu massiv steigern. Ich denke mal, das gibt jetzt heute so 5 bis 8 Kilometer. Das reicht mir dann auch. Ja, wenn ich diese 5 bis 8 Kilometer habe, also ich denke mal 7 oder 8 Kilometer werden es, dann hätte ich so 28 Kilometer etwa. Ziel war es ja eigentlich, wöchentlich so um die 50 Kilometer zu machen. Aber egal. Dann war das eine Regenerationswoche vom Laufen her. Aber nur vom Laufen her, weil das andere war nicht so optimal. Zu wenig geschlafen, nicht ganz so optimal gegessen. Ja, mit dem Trinken habe ich geguckt, dass ich meine 2,5-3 Liter trinke. Hat meistens geklappt, nicht immer. Aber ja, so ist es halt. Mal gucken, was nächste Woche so kommt. So, ich bin jetzt wieder auf dem Heimweg. Ich habe jetzt 5,5 Kilometer absolviert. Bis ich daheim bin, sind es noch knappe 2 Kilometer. Ja, auf 7 Kilometer komme ich. Das soll mir auch reichen. Und ich denke, ich bleibe auch trocken. Weil die Wolke hier, die begleitet mich schon die ganze Zeit. Und wie man jetzt am Baum sieht hier, ja, es fängt jetzt auch an zum Winden. So richtig kräftig sogar zum Teil. Und die Temperaturen sind auch merklich gefallen. Also vorher war es noch richtig, richtig angenehm. Oh, seht ihr? Die erste Tropfen. Also, ich denke mal, dann spude ich mich. Weil ich denke, dann könnte es gleich losgehen.
Ja, und wie gesagt, jetzt mit den 7 Kilometer heute oder 7,5 Kilometer, dann bin ich so bei 27, 28 Kilometer Wochenlaufpensum. Ja, wie gesagt, geplant sind eigentlich Quäse so 50 immer. Aber egal. Mal gucken. Nächste Woche vielleicht wieder etwas steigern. Aber das Wichtigste für mich, Priorität, ist auf jeden Fall, dass ich jeden Tag laufen kann, dass ich mich nicht verletze, dass die 365 Tage gelaufen werden. Das ist echt mein Ziel. Und wenn die absolviert sind, ja, so wie es momentan aussieht, habe ich vor, weiter zu laufen. Aber das sieht man dann, kann da noch viel passieren. Also, dann wünsche ich euch was. Würde mich freuen, man sieht sich beim nächsten Video auch wieder. Bleibt mir gesund, habt Spaß und bis dann. Ciao, ciao. Es erwischt mich doch noch der Regen. Ui. Ich glaube, jetzt kommt Hagel. Ah, es fängt an. Ui. Es hätte auch nur ein bisschen halten können. Nur 2 Minuten. Ah ja, jetzt kommt langsam. Jetzt prasselt es ein bisschen. Eieiei. Aber gleich daheim. Ui. So schnell wollte ich heute gar nicht laufen. Regen geht, aber Blitz und Donner mag ich nicht so. Aber jetzt haben wir es gleich geschafft.